Hallo, ich bin die Verena. Wir haben heute die Eröffnungsfeier von unserem Eltern-Kind-Zentrum und wir hoffen, dass zahlreiche Gäste kommen werden, die mit uns den offiziellen Start feiern. Stadthaus Völkermarkt wurde Mitte März 2013 das neue Eltern-Kind-Zentrum, kurz eKids, eröffnet. Somit gibt es im Bezirk Völkermarkt ab sofort eine zentrale Anlaufstelle für aktive und werdende Eltern. Ob ein Infoaustausch während der Schwangerschaft oder ein Stilltreff, im eKids wird man auf ein reichhaltiges Angebot blicken können. Die Stätte wird von 4 professionell ausgebildeten Pädagoginnen, Kinderkrankenschwestern und Hebammen geführt. Wir wollten mit dem Eltern-Kind-Zentrum einen Treffpunkt machen, wo sie Eltern, Kinder, Familien, Omas bei uns treffen können. Und wir möchten für alle da sein, für alle, die unsere Hilfe brauchen. Deswegen haben wir auch gute Unterstützungsangebote und auch offene Treffs. Für mich ist die Arbeit mit den Familien ganz eine große Bereicherung. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich die Familien gerade rund um die Geburt ganz gut begleiten kann. Deshalb bieten wir auch den etwas anderen Geburtsvorbereitungskurs an. Das Besondere an diesem Geburtsvorbereitungskurs ist, es gibt einen eigenen Wohlfühlvormittag für die werdende Mutter und einen eigenen Vormittag für die werdenden Väter. Ein Highlight unseres Programms ist das Eltern-Kind-Café, das jeden vierten Mittwoch im Monat stattfindet, von 9 bis 11 Uhr, wo alle Eltern und mit ihren Kindern herzlich eingeladen sind. Wir haben eine Hüpf- und Fahrschule, die Kinder hundertprozentig begeistern wird. Wir haben einen Einkaufsladen, wir haben einen eigenen Spiel- und Beschäftigungsbereich für unsere Jüngsten und wir wissen, den Kindern wird es wirklich Spaß machen. Spaß machte bereits die musikalische Umrahmung des Kindergartens Ritzing. Viele anwesenden Mamas und Papas begrüßen jedenfalls die Angebote dieser neuen Einrichtung. Ja, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil im Völkermarkt wird sonst, wenn man das Kind nicht in den Kindergarten schickt, eigentlich nicht so viel angeboten, also eigentlich gar nichts. Und deswegen finde ich, das ist eine tolle, innovative Idee. Und die Programme, die da angeboten werden, die sind wirklich sehr toll und wir werden sicher sehr viel davon nutzen. Ich finde es toll, diese Einrichtung, dass die jetzt gibt, vor allem, weil sie auch behinderten Kindern die Möglichkeit gibt, mit normalen Kindern zu spielen zu agieren. In früheren Zeiten halt einmal war das so, dass die Frauen daheim in der Küche waren und auf die Kinder geschaut haben. Aber im weiteren Folge kann man da als Mann auch hergehen und man lernt halt, wie man mit den Kindern umgehen muss und so weiter. Das Eltern-Kind-Zentrum wird von der Stadtgemeinde Völkermarkt und dem Sozialhilfeverband unterstützt. Damit beteiligen sich auch alle 13 Gemeinden des Bezirks. Die geografische Positionierung spricht für sich und letztendlich sich alle 13 Gemeinden des Bezirkes, also 12 plus die Stadtgemeinde Völkermarkt, sofort bereit erklärt haben, diesem doch fehlenden Thema im Bezirk zu widmen und ihren Beitrag insofern leisten zu können, als dass zur Idee, zum Konzept, zum Projekt der finanzielle Bereich seine Zuordnung finden durfte. Na, so ein Eltern-Kind-Zentrum ist sehr, sehr wichtig, weil immer mehr Eltern irgendwo keine Omas mehr zu Hause haben oder so, keine Möglichkeiten, sich auszutauschen, Kinder mit wenig Familien. Und ich glaube, das ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass es sehr gut angenommen wird, dass Eltern, Mütter, auch Kinder hier sich austauschen können, Beratung erfahren, eben auch gemeinsame Stunden erleben und auch über Probleme reden, genauso wie über Freude und Glück. Und davon ist auszugehen. Auch dann, wenn das eKids in gut 2 Jahren seine fixe Bleibe im Schulzentrum Völkermarkt bekommen wird. Es war ganz eine gelungene Eröffnungsfeier. Wir freuen uns, dass ganz viele Besucher gekommen sind und wir blicken jetzt ganz zuversichtlich in die Zukunft, dass die Angebote von den Familien auch wirklich gut in Anspruch genommen werden.